Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich nochmal auf Radiant Photo nochmal drauf eingehen. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht und da hatte ich ja nur die Testversion. Das war halt nicht sehr umfangreich und ich möchte dem Programm nochmal eine Chance geben. Ich habe dazu mal ein Bild vorbereitet. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter und dann schauen wir mal weiter. Ja, wie ja, denke ich mal, die meisten schon wissen, wenn sie mir auf Instagram oder Facebook folgen. Ich war im Zoo gewesen, auch hatte ich im letzten Livestream da schon ein paar Bilder bearbeitet. Deswegen möchte ich da jetzt nochmal einen Löwen bearbeiten lassen. Das Einzige, was an dem Bild bisher gemacht wurde, DxO Pure Raw 2 habe ich da benutzt und ansonsten wurde noch gar nichts gemacht. Es ist nur importiert worden und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal nach Radiant Photo. Also bearbeiten, Radiant Photo. Und dann schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Ich habe jetzt schon ein wenig damit gearbeitet. Und was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, der macht wesentlich mehr als nötig, würde ich mal behaupten. Also es ist ungefähr wie die Topaz-Produkte, die auch immer ein bisschen zu viel machen. Ja, das haben wir bei Radiant Photo mehr oder weniger auch. Wenn wir uns das Bild jetzt hier mal anschauen, so sah es vorher aus und das hat er draus gemacht. Ja, wir haben hier natürlich drei Reiter, einmal den Schnellmodus, wo wir nicht wirklich viel einstellen können. Des Weiteren den erweiterten Modus, wo wir dann halt wirklich selber Hand anlegen können. Und natürlich den Color Grading Modus, wo wir dann halt hier verschiedene Color Grading vordefinierte Sachen haben, die wir da schon nutzen können. Wir können natürlich auch immer noch weitere kaufen und so weiter und so fort. Ja, ich möchte natürlich hier auf den erweiterten Modus eingehen. Wir fangen an mit der intelligenten Bearbeitung. Also was mir halt etwas negativ auffällt, ist halt die krasse Bearbeitung. Ja, also wenn wir uns hier das nochmal ansehen, sicherlich ist das jetzt halt ein Rohrbild, was noch relativ flau ist, ja, was natürlich bearbeitet werden muss. Ja, aber wenn man sich das so anschaut, ist das doch schon ganz schön übertrieben, würde ich sagen. Deswegen ist Intensität bei mir meistens immer so auf 50. Ja, dann wird schon etwas realistischer. Was ich hier besonders gut finde, ist einmal den Superkontrast. Damit holen wir natürlich einiges an Schärfe raus, ja, was natürlich auch in manchen Fällen etwas zu viel des Guten sein kann. Ja, wenn man sich das mal so anschaut, also das ist doch gerade hier am Auge zu sehen, ja, das ist doch schon ganz gut, was er da jetzt rausholt. Ja, also das würde ich jetzt so akzeptieren. Gehen wir mal wieder zurück, die normalen Größe. So, des Weiteren, was ich sehr gut finde, ist hier halt die Farb, wie heißt das? Mein Gott, ich bin so blind. Farbtönung korrigieren. Das finde ich wirklich sehr gut. Ja, gerade wenn man einen Weißbalance nicht richtig eingestellt hat, ob es jetzt Sonne ist oder bewölkt, ne, das kann man hier wunderbar mit korrigieren. Ja, wenn ich das mal einschalte, seht ihr, ist das relativ blau-lastig, das Bild. Deswegen, ich bin so immer so auf 25. Da liegen wir schon ganz gut. Ja, da kommen wir schon realistisch nah, so wie es tatsächlich ausgesehen hat. So, des Weiteren natürlich Belichtung. Ja, da zieht er natürlich auch immer ziemlich viel rein. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall auch ein bisschen runter. Machen wir hier das Histogramm an. Ja, das hier ist jetzt natürlich für Personen. Haben wir hier nicht. Ja, deswegen müssen wir jetzt halt hier schauen. Tiefe kennen wir auch aus Lightroom.
Ja, also das ist schon gar nicht mal so schlecht, was er hier macht. Ja, da würde ich auch sagen, ein bisschen runtergehen. Ja, weil ich habe immer so das Gefühl, dass der ein bisschen zu viel macht. Ja, Lichtstreuung und sowas, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, da habe ich mich jetzt auch nicht wirklich mit beschäftigt. Mein Gott, heute Sprachfehler. Ja, wenn man eine Woche frei hat, ungeplant, ne, dann wird man schon ganz durcheinander. Ja, des Weiteren haben wir hier natürlich den Farbreiter. Ja, aber hier würde ich jetzt so gar nichts mehr großartig ändern. Das gefällt mir eigentlich so schon ziemlich gut. Ja, wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, noch weiterhin zu schärfen. Ja, das hat er ja auch schon gemacht. Wenn wir das jetzt mal nochmal ranzoomen. Ja, wenn wir das jetzt hier mal ausmachen, ja, sieht man, dass er da schon ein bisschen was macht. Ne? Aber das bleibt noch im Rahmen. Also daher würde ich sagen, das können wir ruhig so anlassen. Ja, das ist akzeptabel. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier, das ist für Gesichter. Na, das haben wir ja nicht. Wir können hier natürlich auch zuschneiden. Also wir haben hier eigentlich die komplette Palette, die man eigentlich so in Lightroom auch hat. In Anführungszeichen. Natürlich jetzt nicht wirklich mit der Maskierung und sowas. Das haben wir jetzt hier nicht wirklich so, wie es halt in Lightroom ist. Wir haben hier natürlich vorgefertigte Presets. Ja. Standardmäßig hat er ja auch schon Tiere erkannt, hat er auch ausgewählt. Da wir es jetzt bearbeitet haben, ist das natürlich jetzt nicht mehr drin. Dann haben wir hier Voreinstellungen, wo wir natürlich überall noch schön Geld investieren können. Wenn wir jetzt dieses Toolkit damit kaufen, wird ja meistens immer direkt mit in dem Paket angeboten. Dann haben wir halt für einem Jahr dieses Toolkit mit drin, wo wir uns halt jeden Monat ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Vorrat ansparen, womit wir dann halt das wieder investieren können in solchen vorgefertigten Presets. Ja, halt wie gesagt, die Color Grading-Möglichkeit haben wir hier natürlich. Ne? Mit diesen vordefinierten Sachen, aber das ist jetzt nicht wirklich was für mich. Auf sowas stehe ich nicht wirklich. Ja, des Weiteren haben wir hier natürlich auch Möglichkeiten, Verlaufsfilter und sowas einzusetzen. Ja, ich werde jetzt hier einfach mal diesen hier nehmen. Ja, da seht ihr halt den oberen Bereich und den unteren Bereich wird hier abgedunkelt. Oder wir nehmen halt diesen hier. Ja, wo wir halt so eine Vignette haben. Ja, das können wir hier halt natürlich alles einstellen. Und wir können natürlich auch die Position, Größe und all sowas noch schön einstellen. Natürlich hier auch die Farbkalibrierung, Temperatur und all sowas können wir hier alles einstellen. Ja, aber das muss jeder für sich selber wissen. Das mache ich dann ehrlich gesagt lieber in Lightroom. Ja, was haben wir sonst noch? Eigentlich haben wir sonst nicht mehr allzu viel. Wie gesagt, Farbe, ne? Also Farbtiefe, Belichtung würde ich einstellen. Dann halt den Superkontrast eventuell einstellen. Die Tiefe finde ich sehr interessant. Und natürlich hier die was war das jetzt wieder? Farbtönung. Bin ganz schön vergesslich. Na, die würde ich dann halt auch noch anwenden. Und wie gesagt, hier bei der intelligenten Bearbeitung da ein wenig runtergehen. Weil für mich ist dort halt alles ein bisschen zu viel des Guten und das sieht dann halt nicht mehr realistisch aus. Ja, das wäre jetzt halt so das Bild, wie ich es rausgeben würde. Ja, wenn ich das jetzt rausspucke nach Lightroom und dann könnte man das so eigentlich schon posten. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch mal ein zweites Bild. Also so sah es vorher aus. Und jetzt gleich seht ihr dann halt das Ergebnis. Dauert da leider immer ein bisschen länger oder auch nicht. Da ist das Bild, genau. Ja, aber wie ihr seht, das ist hier auch schon wieder ein bisschen zu hell. Ja, wir gehen mal zurück. So sah es vorher aus. Und das haben wir draus gemacht. Es ist schon sehr hell.
Ja, aber das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch ein weiteres Bild, wo ich euch das auch noch mal mit der Farbtönung zeigen kann. Und zwar wo war das? Ja, hier, wir nehmen zum Beispiel mal den Alligator. Auch hier ist nichts bearbeitet. Das ist eine, doch, die ist wohl schon bearbeitet. Das sind doch schon die bearbeiteten Bilder. Ja, das ist komplett auf Null. Also, das schicken wir jetzt hier nochmal nach Radiant Photo. Lassen ihn jetzt erstmal, wie gesagt, die ganzen Sachen selbst erstellen. Ja, und wenn wir uns das so mal anschauen, so würde ich das Bild auf jeden Fall nicht rausgeben wollen. Ja, weil das war hinter einer Scheibe. Dann natürlich dieses künstliche Licht. Ja, und das sieht natürlich dementsprechend nicht schön aus. Ja, also wie gesagt, Intensität bin ich meistens so bei 50 schon recht nahe. Auch die Belichtung finde ich hier etwas zu stark. Und jetzt kommen wir zur Tönungs-Dingsbums korrigieren. Ja, also das sieht dann schon wesentlich besser aus. Ja, also da holt man schon einiges mit raus. Ja, wenn wir jetzt noch die Tiefen hier reinziehen, dann sieht das schon eher natürlich aus als vorher. Ja, wenn wir uns das mal anschauen. Ja, schauen wir, so war es vorher und so ist dann nachher. Ja, sicherlich kann man da jetzt natürlich noch einiges nacharbeiten. Ja, hier Weißpunkt und Schwarzpunkt können wir hier natürlich auch alles separat setzen. Würde ich sogar etwas reinziehen. So, dann den Schwarzpunkt. Das wird natürlich viel zu hell. Den würde ich sogar rauslassen. Ja, ansonsten, Tiefe würde ich sogar noch ein bisschen höher ziehen. Ja, das wäre dann halt so jetzt in Radiant Photo meine Bearbeitung. Ja, wir schicken es jetzt mal nach Lightroom. Und eine endgültige Bearbeitung würde ich dann halt in Lightroom machen. Ja, wie jetzt zum Beispiel Dunst entfernen, würde ich hier auf jeden Fall nutzen. Ja, und das muss man schon relativ hochziehen. Ja, dann würde ich halt das Motiv nochmal bearbeiten. Hatte jetzt nicht alles, aber es ist jetzt nicht so tragisch. Ja, und dann halt noch gegebenenfalls den Hintergrund anpassen. Ja, da würde ich die Belichtung etwas runterziehen und ein bisschen ins Blaue gehen und Magenta ein wenig. Ja, das wäre dann halt ungefähr meine fertige Bearbeitung. Ja, wir gehen mal wieder nach oben. Also ihr habt gesehen, man kann schon mit Radiant Photo einiges rausholen in den Bildern. Und ich sage mal, wenn man wirklich nicht selber Hand anlegen will, kann man Radiant Photo das auch alles selbstständig machen und man hat ein fertiges Bild. Aber meiner Meinung nach ist das, wie gesagt, alles etwas zu viel des Guten. Aber das kann man ja regeln. Ja, wenn man nicht die Monatskosten bezahlen will für die Adobe-Produkte, ne, und selber auch nicht allzu viel machen möchte oder halt, wie ich jetzt den Drucker habe, drucken möchte, ne, kann man das wirklich gut nutzen. Ja, ob ihr euch das zulegt oder nicht, müsst ihr natürlich selber wissen. Ich habe da keinen Draht zu denen oder sowas. Ich habe es auch nur versehentlich gekauft. Ja, also von daher
Schaut es euch an. Ihr könnt es 30 Tage, glaube ich, lang testen. Ja, ansonsten, ja, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Ich habe auch noch einen Discord-Server erstellt. Link dazu in der Videobeschreibung. Wäre natürlich toll, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. 2 Mitglieder haben es mittlerweile schon geschafft. Und über eine kleine Kaffeespende würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Link ist auch in der Videobeschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.